Zwei tolle Festivaltage liegen ja bereits hinter uns beim Würth Open Air auf dem neuen Festivalgelände hier vor dem Carmen Würth Forum. Den Auftakt macht am Freitagabend Stargirigent Ken Nagano und die Würth Philharmoniker, ein bezauberndes Konzert vor 1500 Besuchern. Und der Samstag, der stand dann ganz im Zeichen des Deutschrappers Grow, der 8000 Zuschauer mitriss. Und der Höhepunkt heute, der liegt noch vor uns. Und die Menschen in und um Künzelsau, die sind begeistert, die freuen sich auf dieses Konzert, das seit Monaten ausverkauft ist. 10.000 Karten gingen weg wie warme Semmeln und das Gelände jetzt ist schon bereits 2 Stunden vor dem Auftritt von Sting rappelvoll. Ich schätze 6.000 bis 7.000 Besucher da. Genießen den Abend, einen lockeren Abend bei herrlichem Wetter. Es gefällt mir sehr gut, es ist super. Und das ist begeisternd hier, was hier entstanden ist. Ja. Die Organisation von der Getränkespeise, dass man auch ein bisschen ruhigere Zone hat, um mit Freunden sich zu unterhalten. Heute bin ich mit der ganzen Familie da und freue mich sehr auf diesen Abend. Ich bin ja zumindest teilweise mit Sting auch alt geworden oder älter geworden. Können Sie sich an Ihr ersten Hit erinnern von Police, der Sie damals auch mit dem jungen Sting in Verbindung gebracht hat, der Sie so richtig gepackt hat? Du, da. All I want. Ja, genau. Ja. Hab Sting schon in der Olympiahalle in München gesehen, auch in der Türkei. Und das letzte Mal in Bangkok. War ein super tolles Konzert, deswegen bin ich heute auch hier. Von der Atmosphäre hier und von dem, wie es hier persönlicher ist, muss ich ganz klar sagen, dass es hier in Künzelsau mit der beste Event ist, wo jemals war. Die Bilanz fällt deswegen so hervorragend aus, weil das Wetter einfach wunderbar war und mitgespielt hat, sodass wir an alle 3 Abende keinen Regen haben. Das ist erstmal die halbe Miete für Open Air. Wir haben konzeptionell gut vorgesorgt, habe mit allen Bereichen zusammengearbeitet. Da ist auch ein Dank an Polizei und öffentliche Verwaltung zu richten, die das sehr gut unterstützt haben. Und so, denke ich, haben wir schöne 3 Tage für unsere Leute hier und von woanders her gemacht. Für jeden, was an diesem Wochenende Haigern live, vor allem für die Jungen, dann für uns Junggebliebene hier, das wird Open Air. Und ich bin ein Mensch, der in regionalen Kategorien denkt. Also ich finde, eine wunderbare Region, Freizeit, Kultur, tolle Arbeitsplätze, ein wunderbarer Ort zum Leben. Die Heilbronner Stimme, Hohenloher Zeitung und Kraichgau Stimme.